So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute an einem Golf 1 die Zündkerzen wechseln. Hierfür müssen wir natürlich die Zündkabel abziehen. Und um an die erste Zündkerze dran zu kommen, muss auch der Luftfilterkasten ab. Dafür werden wir jetzt einfach mal den Luftfilterkasten hier lösen. So, die Klammern vom Luftfiltergehäuse müssen einmal geöffnet werden. Den Unterdruckschlauch hier wegziehen und dann kann auch schon der Luftfilterkasten mit Filter hier runter. So, den legen wir einmal zur Seite und dann können wir hier direkt mit der ersten Zündkerze anfangen. Und zwar nehmen wir uns dafür eine Ratsche mit einer 21er Nuss und lösen die Zündkerze hier einmal an, schrauben die hier einmal raus. So, und dann haben wir die auch schon in der Hand. Wie wir hier sehen können, ist die schon ziemlich verkokt. Deswegen werden wir die jetzt einfach direkt gegen eine neue austauschen. Wie wir hier sehen können, haben wir hier einmal ein Gewinde drauf und hier keins. Diesen Deckel müssen wir dann einmal mit einer Zange demontieren, sodass wir halt das Zündkabel wieder vernünftig drauf bekommen. Dafür nehmen wir uns einfach eine Zange, drehen hier einmal und schrauben das hier per Hand einfach ab und können dann die Zündkerze direkt wieder in den Zündkerzenschacht reinschieben. Und können die dann per Hand wieder hier reindrehen. Zack. Und dann nehmen wir uns direkt die zweite, das gleiche Spielchen direkt nochmal. Einmal hier rausschrauben wieder. So, Zündkerze beiseite, neue Zündkerze wieder das Ding hier runter. Wieder hier ansetzen. Zack. Dritte Zündkerze. So. Auch die, ja, die ist sogar schon so ein bisschen feucht noch. Setzen wir auch mal an. Und dann auch die letzte. Zack, ansetzen. Einmal lösen. Zack. Und die auch wieder reinschrauben. So, dann nehmen wir uns einen Drehmomentschlüssel und schrauben die Zündkerzen mit Drehmoment fest. Die dritte noch. Und die letzte. Und dann hätten wir alle drin. Dann wieder die Zündkerzenstecker draufsetzen und wir sind fertig. So, zum Schluss gilt es wieder das Luftfiltergehäuse zu montieren.
einmal hier überall wieder richtig reinsetzen, die Klammern wieder zu verschließen. Und die Schraube hier einmal wieder festzuziehen. Sowie den Unterdruckschlauch hier wieder reinzustecken. So, den Schlauch hier wieder dran. Und fertig. So einfach war das. Das ist natürlich ein altes Auto. Da ist alles auch ein bisschen übersichtlicher. Im Gegensatz zu den ganzen neuen Fahrzeugen, wo wir oft noch irgendwelche Verkleidungen demontieren müssen, um an die ganzen Einzelzündspulen oder Zündmodule dran zu kommen. Sehr einfach bei so einem alten Auto. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.